Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die Sachen, die ich bei AliExpress geshoppt hatte, weil dann kann ich die nämlich noch einräumen. Morgen werde ich mich ums Schlafzimmer kümmern. Das heißt, Nachtschränke einräumen, Schminktisch einräumen und gucken, für was ich noch Platz brauche. Ich muss auch noch das TV-Board einräumen. Ich muss aber sagen, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas hin und her zu räumen, einzuräumen, zu sortieren und so. Gar keinen Bock mehr. Und ich denke, dass ich morgen auch endlich schaffen werde, den Kühlschrank komplett sauber zu machen und dann spätestens übermorgen einzuräumen. Ich habe übrigens nur so wunderschöne Lampen hier. Das ist auch die einzige, obwohl hier drei Anschlüsse sind. Damit muss ich mich dann auch die Tage mal auseinandersetzen. Und ich müsste zu Ikea noch was umtauschen. Allerdings muss ich mir jetzt gleich im Bett mal eine Liste machen, was ich denn noch brauche von Ikea, dass ich nicht die ganze Zeit hin und her dösen muss. Weil dann kann ich das nämlich umtauschen, direkt die anderen Sachen holen. Und ja, ich habe übrigens noch ein paar Sachen aus meinem Schrank aussortiert. Und an sich habe ich schon mal so alles eingeräumt. Das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe jetzt erstmal alles hier reingehangen, bis die anderen Schränke kommen. Und dann werde ich logischerweise sortieren. Einziger Schrank, der jetzt richtig sortiert ist, ist mein Taschenschrank. Ja, Wäsche. Wäsche habe ich übrigens auch gewaschen. Hier auch nochmal. Das ist mittlerweile die, ich glaube, 10. Ladung. Also ich habe auch noch das gewaschen. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge und gut dabei. Also ich komme gut weiter, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so schnell weiterkomme. Ich gucke mal morgen, dass ich den einen Wäscheständer abhänge, noch eine schwarze Maschine anstelle und dann habe ich, glaube ich, noch eine letzte schwarze Maschine, weil ich glaube nicht, dass ich alles in einer Maschine gewaschen bekomme. Und dann bin ich auch durch mit Wäsche waschen. Dann habe ich alles, was ich für mich noch zum Behalten sortiert hatte, sortiert. Ich hatte euch ja versprochen, noch die Sachen von AliExpress zu zeigen. Ich habe mir einmal diese Sonnenbrille hier bestellt. Die habe ich auch mit einem weißen Rand. Ich liebe die. Die ist super leicht auf der Nase. Die sieht richtig schön getragen aus. Dann einmal diese Fenty Dupe Brille. Auch wirklich ein Träumchen. Und noch einmal eine Prada Dupe Brille. Diese eckige Form mag ich irgendwie nicht so krass an mir. Also ich fand die ganz cute, auch wegen dieser Beschriftung hier. Kann man mal machen. Aber ich mag das meistens immer erst, wenn der Trend vorüber ist. Und die war so trendy. Ich glaube, im ganzen letzten Jahr habe ich die jetzt erst geholt. Dann diese Ohrringe sind ja auch momentan im Trend. Die mag ich aber wirklich sehr. Da bin ich mal gespannt, wie die getragen aussehen. Zu einem Outfit bestimmt sehr, sehr nice. Dann habe ich mir noch einmal diese Armbänder geholt. Einmal in Gold, in Silber, mit Schwarz und Blau. Hier ist mir nur ein Dings rausgefallen. Das muss ich festkleben. Ich habe das sogar mit der falschen Seite reingelegt. Hoch. Aber das kriege ich auf jeden Fall repariert. Und ja, das war auch schon mein kleiner, aber feiner AliExpress-Haul. Ich kann euch gerade nicht sagen, woher das Geräusch kommt. Ich bin auf jeden Fall vollgepackt mit dem Auto. Ich habe heute nochmal so viel geschafft in der Wohnung. Ich habe nochmal drei Maschinen gewaschen. Ich habe das komplette TV-Board eingeräumt. Ich muss heute nur noch im Schlafzimmer die Nachttische einräumen. Da kommt ja nicht mal viel rein. Und den Schminktisch. Mal gucken, ob ich mir den Schminktisch nicht für morgen aufbewahre, weil ich habe ein bisschen Angst, dass da nicht alles reinpasst. Das Gute ist, ich habe in meinen Kommoden ja noch ein bisschen was am Platz. Ich habe ja nur vier Kommoden statt fünf diesmal. Und davor hatte ich ja drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Also von acht auf vier Kommoden ist schon mal eine Leistung. Und ich muss die Tage auch noch mal gucken, ob ich das nächste Woche schaffe, das Eckelement, was in die Ecke kommt. Da kommen nämlich meine Hosen und meine Schuhe rein. Und ich hoffe, dass das alles passt, so wie ich mir das vorstelle. So, Leute, ich habe heute die Küche einmal blitzeblank geputzt. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Ich weiß nicht, wie ich das sauber bekomme. Ich werde morgen noch mal gucken. Ich habe auch noch so einen Extra-Reiniger. Ich hatte aber sowieso überlegt, diese hintere Rückwand mit ja, so heller Marmorfolie einfach zu bekleben, finde ich tausendmal schöner. Ich muss nur noch gucken, wie ich das abkriege. Dann sollte es eigentlich ganz easy sein. Ich hatte auch überlegt, die Arbeitsplatte zu bekleben. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da so Bock drauf habe, muss ich mal schauen. Sollte ich die Flecken da hinten nicht wegbekommen, aus welchen Gründen auch immer, werde ich es auf jeden Fall tun. Ja, ich bin halt so eine kleine Perfektionistin, das wissen wir ja mittlerweile. Ich habe, wie gesagt, heute die ganze Küche von oben bis unten geschrubbt. Und morgen wird alles Stück für Stück eingeräumt. Ich bin so kaputt von den letzten Tagen. Ich kann nicht mehr. Also, mir kommen die letzten Tage vor, als wäre jeder Tag so gefühlt eine Woche gewesen. Ich habe auch jeden Tag so viel geschafft, aber es ist so trotzdem so viel. Es passiert ja auch noch so viel, was ich zum Beispiel jetzt nicht aufnehme. Crazy. Heute ist auf jeden Fall das Schlafzimmer dran.
Ich habe hier nicht viel für in die Nachttische, aber Schminktisch wird schon einiges. Ich habe Gott sei Dank noch eine Schublade in den Kommoden frei, wo ich den Rest reintun kann, weil gerade Wimpies, ich habe halt super viele Wimpies auch von meiner eigenen Brand und die muss ich halt irgendwo unterbringen. Ich will heute wieder sonnen gehen. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Ich will das Schlafzimmer einsortiert bekommen, komplett zu Ende, dass das fertig ist. Und ich will die Küche meine Sachen reinräumen. Ja, die muss ich auch noch holen. Die habe ich nämlich noch nicht hier. Mal gucken, wie weit ich heute mit den beiden Sachen komme. Ich freue mich und ich denke, morgen werde ich die Wäsche abhängen. Ich habe ja gestern drei Maschinen habe ich gestern gewaschen. Die habe ich komplett aufgehangen und ich denke, morgen müsste alles trocken sein. Ich werde heute gar nicht fühlen oder so, sondern ich werde einfach bis morgen warten. Ich denke mal, spätestens übermorgen sollte alles komplett trocken sein und dann bin ich auch durch, was Wäsche angeht. Ich muss heute auf jeden Fall die Stelle abdecken, wenn ich sonnen gehe. Es ist schon ganz schön rot geworden, ne? Also hinten und vorne. Ich denke, wir werden das safe mit Rot drüber lasern müssen. Ich muss mir mal ausrechnen, wann ich den nächsten Termin machen könnte. Ich glaube, da müssen wir safe nochmal drüber gehen. Also es sieht gerade nicht schön aus. Sage ich wirklich ehrlich, aber es ist mir gerade so egal, weil mir ist alles lieber als zwei komplett verschiedene Augenbrauen. Also, wenn ich schon pigmentieren gehe, will ich wenigstens halbwegs Zwillinge. So, es müssen jetzt nicht, ne? Aber das hier ist Onkel und irgendwie Tochter, ne? Ja, aber die Seite gefällt mir auch tausendmal besser. Ich bin mal gespannt, wie ich das mit Make-up abgedeckt bekomme. Ich werde mir heute hier richtig fett Camouflage drüber knallen. Weil ich ja sonnen gehe und meinen Fuß, also an meinem Bein, das werde ich mit einem Pflaster abdecken. Und darunter mache ich dann meistens Toilettenpapier, was ich nochmal falte, dass die Stelle wirklich komplett abgedeckt ist. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mit den Mäusen. Dann werde ich anfangen aufzuräumen. Beziehungsweise nicht aufräumen. Es ist ja kein Aufräumen, es ist ja eigentlich einsortieren. Und dann mal gucken, wie weit ich komme, bis ich sonnen kann. Der Schminktisch ist komplett sortiert. Das sind meine Alltagspinsel. Die werden, denke ich, auch in der Box bleiben, weil ich habe gerade gar keinen Platz mehr in dem Tisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir nicht doch eine Malmkommode hole, die ich dann darunter stelle, weil ich habe echt viel zu wenig Platz. Ich habe jetzt hier einmal alles eingeräumt. Ich habe aber hier auch meine Paletten drin. Würde ich die rausräumen, was ich glaube ich doch tun werde, damit die Pinsel da reinkommen, weil ich hasse das, wenn hier Sachen rumstehen. Ich finde das schon ganz, ganz grauenvoll mit der Kamera. Ja, auf jeden Fall hier sind meine Bronzer, Liquid Blushes, meine Körperhighlighter, Puder, das muss ich noch austesten, Blush, Highlighter. Hier haben wir dann Foundation, Concealer, Primer, Cremes, Fixing Spray, Lippensachen, Augenbrauensachen, Wimperntusche. Dann haben wir hier einmal Eyeliner und Kajal, Lipglosse. Da hinten sind ein paar einzelne Wimpern von mir, Glitzer. Das könnte ich eigentlich auch mal switchen. So, dann haben wir hier nämlich jetzt einmal Lip Liner, hier so ein paar Tools und ja, meine Pinsel werde ich wahrscheinlich reintun. Das hier sind meine Backup-Pinsel, weil ich habe einfach zu viele und ich benutze, also ich schminke ja mittlerweile nur noch meinen Alltagslook und deswegen brauche ich das nicht mehr. Aber ich habe da jetzt mal durchsortiert, die ich gar nicht mehr brauche und das sind so gesehen meine Backup-Pinsel, falls davon mal irgendeiner kaputt geht oder irgendwas passiert, habe ich die da. Deswegen liegen die auch hier, weil ich will die nämlich einmal jetzt durchwaschen. Das werde ich wahrscheinlich heute Abend in Ruhe machen. Und dann bin ich auch durch. Paletten nehme ich jetzt noch ein paar raus. Dann kann ich nämlich meine Pinsel nachher reinräumen. Eigentlich wollte ich heute ja sonnen gehen. Ich werde das aber morgen machen, weil ich habe keine Lust, mich zu stressen. Die haben auch nicht übertrieben lange auf. Und ich muss jetzt gleich noch wohin fahren. Kleinigkeit erledigen. Und ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde werde ich jetzt meine Pinsel waschen. Morgen wasche ich meine, die ich immer benutze, aber heute werde ich erstmal die anderen waschen, dass die antrocknen können, weil wenn die nämlich trocken sind, kann ich die in die Schublade räumen, wo sie auch dann hingehören. Also falls ich dann mal ein Backup brauche, habe ich die dann sauber. Das ist natürlich auch ganz sinnvoll, ne? Ich habe einfach doch alle Pinsel gewaschen. Ich habe jetzt hier meine Alltagspinsel hingelegt und hier alle, die ich als Backup so gesehen behalten werde, außer ich brauche halt mal andere Pinsel. Und die werde ich jetzt bis morgen trocknen lassen, beziehungsweise bis übermorgen. Ich glaube, die brauchen so 2 Tage. Ich werde die aber heute Abend nochmal so drehen, dass die wirklich schön trocken werden. Leute, wir befinden uns zum 168. Mal bei IKEA in diesem Monat. Ist nicht schlimm, mir fehlt halt noch was, deswegen muss ich jetzt nochmal rein. Und das Beste ist, ich muss durch jede Abteilung laufen, weil ich aus verschiedenen Abteilungen Dinge brauche. Toll!
I did it. Ich bin endlich fertig. Leute, ich sehe so lustig aus. Ich rede da gar nicht drüber. Durch die Laserentfernung muss ich vom Sonnenblass auftragen. Cool. So, ich bin zu Hause angekommen. Ich habe jetzt mein Hair-Oiling drauf gemacht. Ich stelle mir jetzt einen Timer. Werde mit der Küche ein bisschen weitermachen, mich da mal kurz ausruhen. Das Öl dann auftragen, noch eine Stunde drin lassen. Ich habe euch jetzt gerade mal ein separates Video angefangen zum Thema Haare, weil ich glaube, das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Und würde sagen, bis später. So Leute, wenn wir schon mal dabei sind und jetzt gerade mal kurz ein bisschen Zeit haben, das ist, was ich gekauft habe. Und zwar einmal ein neuer Besteckkasten, der hat mir richtig gut gefallen mit dem Holz, finde ich sehr, sehr schön. Dann einmal so eine große Aufbewahrungsbox, eine Anti-Rutschmatte, weil ganz ehrlich Leute, die Teile, die ich im Bad liegende habe, die sind so rutschig zwischendurch. Ich brauche unbedingt diese Dinger und ich verstehe auch nicht, warum die keine Badematten machen, wo das schon integriert ist. So, dann zahle ich lieber mehr für den Teppich, anstatt dass ich gefühlt durch die Gegend rutsche. So, dann habe ich mir noch so Spaghetti- bzw. Müsli-Aufbewahrungen geholt. Die tue ich jetzt gleich auch direkt mal in die Spülmaschine. Das hier passt noch neben das, was ich hier geholt habe. Dann habe ich noch den hier geholt. Das ist der Deckel für den Mülleimer, der hier ist. Einmal so eine Riesenbox. Da kommt noch mein türkischer schwarzer Tee mit rein. Und das sind so zwei Boxen für mein neues Arbeitsrollwagensystem, was ich mir geholt habe. Dann habe ich mir noch einmal so eine riesen XXXL-Decke geholt für mein Bett, die ich benutzen werde, denn die ist noch größer als die Shein-Decken. Die ist nämlich 2,30 Meter mal 2,50 Meter und da mein Bett 2 Meter mal 2 Meter ist, brauche ich eine Decke, die halt wirklich viel größer ist, damit das wirklich alles abdeckt. Deswegen habe ich die geholt, die packe ich auch gleich aus und stelle direkt an. Und ja, dann habe ich noch einmal Vorhänge geholt, die wasche ich auch gleich direkt mit. Und zwar habe ich die schon mal geholt. Ich dachte allerdings, dass der Vorhang, den ich bei mir in der anderen Wohnung hatte, dazu passt. Allerdings war der viel länger und deswegen habe ich die jetzt noch zweimal geholt, damit die auf derselben Länge sind, weil ich keine Lust hatte zu kürzen. Abgesehen davon ist der dritte Vorhang sowieso dreckig gewesen. Deswegen werde ich den einfach wegtun und dafür die beiden gleich mit der Decke anstellen. Dann kann ich die nämlich auch aufhängen. Und ja, das war's schon mit dem Einkauf. Ich war noch kurz bei DM, meine Bestellung abholen musste. Leider Gottes nochmal rein, weil die das, weshalb ich eigentlich da bestellt habe, weil ich wusste dann, dass die Nyx haben, nicht da hatten, beziehungsweise die Farbe nicht da hatten und die andere Farbe habe ich dann mitgenommen. Ich habe mir nämlich einmal das Tiefenreinigungsshampoo geholt, was ich immer benutze. Ich liebe das übertrieben. Dann habe ich mir einmal dieses Ultrasensitiv-Shampoo für sensible Kopfhaut geholt. Ich hoffe, dass damit mein Haarausfall vielleicht besser wird. Ich werde jetzt erstmal das von Glisco benutzen, weil ich das noch da habe und leer machen möchte. Aber das sind so die beiden, auf die ich wahrscheinlich zählen werde. Einmal Tiefenreinigungsshampoo wegen dem Hair-Oiling einmal die Woche und das hier halt dann im Normalfall. Dann der Hauptgrund, weshalb ich zu dem DM gefahren bin und nicht hier bei mir um die Ecke, war dieses Produkt hier. Und zwar Lift and Snatch NYX Professional Makeup Brow Tint Pen. Damit könnt ihr euch so einzelne Härchen zeichnen und ich habe da richtig Bock drauf. Allgemein habe ich wieder Bock, meine Haare so ein bisschen sleeker zu tragen. Bedeutet regelmäßiges Browlifting, mit einer Browpomade arbeiten und dann das hier zu benutzen statt Puder. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ja eine frische, wie heißt es? Tattoo-Entfernung hinter mir. Das hier ist leider rot geworden. Heißt, ich brauche in 4 Wochen wieder einen Termin und wir lasern nochmal. Und ich hoffe und fingers crossed, dass es dann besser wird. Aber es ist mir trotzdem 1000-mal lieber als diesen dunklen Balken, der einfach nur komplett schief war. Wie schon mal gesagt, ich wünschte, ich hätte mich selber pigmentieren können. Konnte ich nicht, deswegen sieht es jetzt so aus. Also, falls ihr jemanden sucht zum Pigmentieren, der Perfektionistin ist und euch wirklich eure Augenbrauen auf dieselbe Höhe bringt, write me. Okay? So. Dann habe ich mir wieder, Leute, ich liebe das, ich finde das so süß, ein Tee-Adventskalender geholt mit 24 feine Teesorten im Aufgussbeutel. Ihr habt hier super viele verschiedene Teesorten drin. Ich finde das immer ganz cute, weil es ist einfach mal was anderes. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen durchtesten und den fand ich auch ganz cute. An der Kasse, liebe Leute. An der Kasse, ich bin eigentlich gar kein Mensch, der irgendwas an der Kasse kauft, aber ich hatte die hier online schon gesehen. Und dann habe ich die an der Kasse gesehen und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, die haben sogar die Farbe da, die ich eigentlich wollte. Hol mir mal zwei. Und zwar das Lip Oil von Essence. Einmal das hier in der Farbnummer Kiss from a Rose. Und einmal das hier in der Farbnummer Pink Champagne. Und einmal diesen normalen Standard Lip Gloss in Crystal Clear. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich hatte den mal, aber irgendwie ist meiner verfärbt gewesen. Ich werde mit euch zusammen jetzt mal das Lip Oil hier auftragen. Leute, wisst ihr, was das Krasse ist? Ich hatte mir extra
mit einer Sonderanfertigung, wenn man das so sagen kann, das Lippenöl von Dior geholt. Und ich fand es so unangenehm, weil das war wie so ein richtig klebriger Gloss auf den Lippen. Und dieses Lippenöl ist ja mal der absolute Hammer. Es ist so sanft und so weich auf den Lippen, ohne irgendwie eklig klebrig zu sein. Ich bin gerade sehr, sehr dankbar, dass ich das geholt habe, weil gerade im Winter habe ich richtig Bock auf so glossigere Lippen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Farbunterschied seht. Das hier ist nämlich der dunklere. Oh mein Gott, das fühlt sich toll an. Toll! Ich liebe das. Ich liebe das tausendmal mehr als normalen Lipgloss. Gefällt mir richtig gut. Und die sind vom Geruch her so angenehm. Irgendwie habe ich das Gefühl, die riechen beide nach Rose. Also super, super toll. Davon, ich weiß nicht, ob das eine Limited Edition ist, werde ich mir auf jeden Fall noch 2-3 Stück holen, damit ich die auf Reserve da habe. Weil das ersetzt für mich, glaube ich, jeden Lipgloss. Die sind wirklich bombastisch. Dann habe ich mir noch das hier geholt. Inner Eye Brightening Pen. Ich habe bei einer süßen Maus auf Instagram diese beiden Produkte hier in Kombi gesehen. Mit dem Got to be Glue. Und sie hat erst den Glue verwendet, danach das hier und danach das hier unten drunter so als Highlight. Und das ist so ein Inner Eye Brightening Pen von Essence. Das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Und ich konnte mich daran erinnern, dass ich damals so einen dickeren Stift hatte, womit ich das auch mal gemacht habe. Und das sah richtig gut aus. Deswegen habe ich es mir geholt. Also wir probieren ihre Augenbrauenroutine auf jeden Fall aus. Da freue ich mich drauf. Und vor allen Dingen, Leute, ihr wisst nicht, wie dolle ich mich freue, mich endlich wieder schminken zu können. In den nächsten paar Tagen, beziehungsweise nächste Woche, spätestens dieses Wochenende, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe legit keinen Bock mehr. Ich werde gleich gucken, ob die ganze Wäsche trocken ist. Die werde ich dann in den Schrank hängen. Dann habe ich hier auch endlich wieder Freiraum. Dann muss ich hier noch einmal durchsaugen und einmal durchwischen. Um die Küche kümmere ich mich heute. Ich muss auch noch den Rest aus der anderen Wohnung holen. Das wird auch wieder ein bisschen stressig, aber egal. Ich habe es fast geschafft. Also wenn diese Woche rum ist, bin ich legit einfach fertig. Dann fehlt nur noch die Couch, die leider erst im Januar kommt. Aber ist nicht schlimm, die ist vorbestellt und ich freue mich. Das Lippenöl ist einfach der Wahnsinn, Leute. Ich liebe es. Ich bin jetzt im Bett. Ich bin maximal müde. Wir haben gerade mal 12:30 für meine Verhältnisse richtig früh. Ich habe mein Kopfkissen noch mit dem Seidenbezug bezogen. Morgen, wenn ich die Pinsel eingeräumt habe, wenn die trocken sind, werde ich die Waschmaschine anschmeißen, die 2 Vorhänge und die Decke waschen. Baby ist so süß. So süß. Ja, Babymaus liegt gerade vor mir, die kann ich gerade nicht filmen. Ich gehe jetzt schlafen, Leute. Ich bin absolut müde. Mal gucken, wie viel Uhr ich morgen wach werde. Ich stelle mir momentan keinen Wecker. Das ist ganz gut, dass ich trotzdem früh wach werde. Ich bin den ganzen Tag produktiv. Ich mache keinen Mittagsschlaf. Ich habe mich heute nur, als mein Haaröl eingewirkt hat, mal kurz eine Stunde hingelegt, auf Instagram und so ein bisschen durchgescrollt. Da wäre ich fast weggepennt, aber ich habe trotzdem nicht geschlafen. Es ist ganz gut, weil ich so einen guten Rhythmus reinbekomme. Ich will mir auch angewöhnen, mir dann einen Wecker zu stellen, dass selbst wenn ich mal einen Tag habe, wo ich dann länger schlafen würde, dass ich das dann halt nicht tue. Ich habe zum Beispiel, vorgestern war das, am Montag, das war der erste Tag, wo ich richtig ausgeschlafen habe und wo ich auch echt lange geschlafen habe, da habe ich bis 12.30 Uhr geschlafen. Für meine Verhältnisse war noch trotzdem früh, aber ja. Ich werde mir jetzt ein bisschen Netflix anmachen und schlafen. Morgen lüfte ich wieder durch. Ich habe die letzten Tage mal mit offenem Fenster geschlafen. Allerdings ist schon relativ frisch draußen geworden, dass ich jetzt immer zugemacht habe. Vielleicht sollte ich doch wieder aufmachen. Ich weiß nicht. Obwohl, eigentlich könnte ich jetzt auf Kipp machen im Schlafzimmer. Mache ich jetzt noch und dann gehe ich schlafen. Macht die. Merkt man, dass mich einfach gar nichts mehr hier juckt? Ich bin einfach im Pyjama mit meinen Hunden draußen. Morgens, mittags. Also wir haben 13 Uhr. Ich habe heute bis 12.30 Uhr geschlafen. Marshall, das ist halt so gut. Ja, jetzt bin ich mit den kleinen Mäusen draußen. Die morgendliche Runde. Und dann geht's auch nach Hause. Bisschen frühstücken. Ich habe ein bisschen Hunger. Mal gucken, was ich gleich esse. Das ist einfach mein Frühstück. Bio-Hafermilch, Cornflakes, beziehungsweise das sind ja so gesündere Dinger. Ja, habe ich jetzt richtig Lust drauf. Nachher, beziehungsweise gleich, werde ich übrigens zu der Wohnung gehen und den Rest noch rausholen, also in so Tüten. Das Problem ist, ich habe keine Tüten. Ich hatte gestern eine Tüte, wo Tüten drin waren,
Meint ihr, ich finde die? Ich habe keinen Plan, wo ich die hingetan habe. Das ist ein bisschen schlecht. Ich habe zwar so IKEA Kallax Einschubdinger, wo ich das reinmachen kann. Aber eine Tüte wäre nicht schlecht gewesen, ne? Ja, ist halt jetzt so. Ist nicht schlimm. Pappmüll und normalen Haushaltsmüll müsst ihr auch noch runterbringen. Und ich wollte heute die Stühle holen, damit ich am Esstisch endlich Stühle habe, weil ich sitze hier gerade auf dem Hocker. Und ich muss euch sagen, Leute, ich bin nicht sicher, ob ich den Hocker nicht ins Schlafzimmer stelle. Das wollte ich nachher mal gucken. Statt den Stuhl. Weil irgendwie der Stuhl vor dem Make-up-Tisch gibt mir nicht so die Vibes, die ich gerne hätte. Am liebsten hätte ich dort eine eckige Bank, die ich wirklich komplett drunter schieben kann. Muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich da noch was anderes, verkaufe den Stuhl und den Hocker, wo ich jetzt gerade drauf sitze. Müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht. Farbe ist drauf. Ich glaube, ich werde das Ganze jetzt eine halbe Stunde bis 40 Minuten drauf lassen. Ich muss noch mal lesen. Ich glaube, auf der Packung steht 10 Minuten. Aber ich sage euch wirklich ehrlich, ich habe gar keinen Bock, das nur 10 Minuten drin zu lassen, weil sich das dann schneller rauswäscht. Und ich hoffe, ich habe jedes Haar erwischt. Falls nicht, muss ich morgen bzw. übermorgen nochmal nachtönen. I did it. Leute, ich finde es so schön. Ich finde es so schön. I love it. Ich bin so gespannt, wie es aussieht, wenn ich richtig fertig gemacht bin. Es ist schon sehr dunkel in den Längen geworden. Also definitiv auch dunkler, glaube ich, als die Extensions. Ansatz muss ich nochmal drüber gehen. Das werde ich aber, denke ich, in... Ja, vielleicht mache ich das sogar an dem Tag, wo wir sowieso rausgehen, dass ich das einfach am Ansatz auftrage, 40 Minuten einwirken lasse. Weil in den Längen ist es wirklich perfekt geworden. Perfekt, perfekt, perfekt. Abendroutine ist durchgeführt. Ich habe jetzt mein Gesicht nochmal schön eingecremt und gepflegt. Lippenpflege aufgetragen, Hals- und Dekolleté natürlich auch gepflegt. Mein Heatless Curl Styler reingemacht. Ich bin mal gespannt, wie morgen das Ganze aussehen wird. Ich habe halt super viel Pflege momentan in den Haaren. Egal ob Haaröl, diese Serien am Ansatz, Haarkur, Spülung. Und deswegen macht es mir das noch schwerer, meine Haare zu stylen. Aber ich gucke mal, wie es morgen wird. Letztes Mal, muss ich sagen, hat dieser Möchtegern-Blowout wirklich den ganzen Tag lang gehalten. Hätte ich gar nicht erwartet. Und ich glaube, wenn ich nur ein Ding davon drin habe, ist es auch nicht schlecht für... Ja, allgemein fürs Tragen, dass es nicht ganz so unangenehm wird. Weil als ich letztes Mal beide drin hatte und das obere Ding hier war, war es schon relativ unangenehm. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist, wenn ich mit einem so rumlaufe, auch wie hinten das Volumen sein wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde meine Variante noch finden, wie ich meine Haare gestylt bekomme, ohne viel Hitze zu verwenden. Und ihr müsst bedenken, ich habe meine Haare nicht vorgestylt. Heißt, ich habe meine Haare nur trocken geföhnt, dann mein Ansatzserum reingemacht, in die Länge das Haaröl und das Ganze dann eingewickelt. Meine Haare waren zu 98% trocken, also fast komplett trocken. Ich habe kein Styling-Zeug irgendwas reingespült, sondern wirklich nur meine gepflegten Haare eingewickelt in dieses Seidending. Und so gehe ich jetzt schlafen und dann würde ich sagen, sehen wir morgen früh mal, was wird. Also dafür, dass es wirklich nur mit diesem Heatless Curl-Dings gemacht ist und ich nicht mal, wie gesagt, Feuchtigkeit oder so in meinen Haaren hatte, it's not that bad. Es sieht aus wie so eine ganz, ganz leichte Föhnfrisur und das ist crazy. Das Einzige, was mich nervt, ist, ich habe hier oben so einen kleinen Knick drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da. Aber ansonsten, I like it. Es ist wirklich wie so ein leichter Blowout. Und wir bedenken wirklich, ich habe super viel Pflege in den Haaren, ne? Also normalerweise hält da gar nichts. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was gerade ankam? Meine Glasplatten! Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Heißt für mich, ich kann auf dem Esstisch Dinge machen. Das ist sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen an meinem Schminktisch mich schminken, ohne irgendwas dreckig zu machen. Das ist ganz, ganz toll. Meine kleine Babymaus fand den Besuch gerade nicht so toll. Aber die ist sowieso... Du bist so eine Meckertante, ne? Die ist so eine Meckertante. Egal, wer kommt, meckerst du. Außer Tante Lori kommt. Obwohl dann auch manchmal. Wie kann man so ein Wurm sein? Ich muss die zwei Mal so unbedingt mal schneiden und waschen. Oh, die sind nämlich kleine Stinkebären. Die Maus hatte nämlich ihre Tage. Beziehungsweise hatte immer noch, aber ist so im Endstadium. Ich bin so gespannt, wie das aussieht. Ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich nicht so Abstandshalter hole. Wäre schlau, ne? Das ist ja dann wie so Stopper. Daher, dass die Platten aber klein sind,
Weil mein Tisch ja diesmal nicht so riesig ist, ist das nicht schlimm, wenn ich jetzt schon mal die Platte drauflege und das dann im Nachhinein bestelle und einfach drunter klebe. Weil die kann ich nämlich auch alleine anheben. Aber bei meiner letzten Glasplatte, die war ja 2,40 Meter mal 80, 5 mm dicke, könnt ihr euch vorstellen, wie schwer die war. Und dass man sowas dann nicht alleine bewegen kann. Aber bei den Kleinen geht das gut klar. Ich mache jetzt noch den Tisch sauber und dann legen wir das mal drauf. So sieht der ganze Spaß jetzt vorher aus. Da sind die Platten. Ich mache jetzt den Tisch sauber und dann packen wir die Platte aus. Eine Glasplatte macht einen Tisch 1000-mal hochwertiger. Das ist crazy. Ich muss die zwar noch richtig putzen und wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall auch noch so Anti-Rutschdinger, weil die rutscht halt jetzt schon ganz schön gut hin und her. Aber ich bin so happy, es sieht so hübsch aus. Dasselbe beim Schminktisch. Das hier ist das vorher. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. I love it. Die Wände müssen nochmal nachgestrichen werden. Das wird im November passieren. Nicht, dass ihr euch da wundert, warum hier überall so komische Flecken sind. Aber ich freue mich so krass, Leute. Ich kann mich schminken. Ich kann heute meine Nägel machen, ohne dass der Tisch dreckig wird. Woohoo. Es ist Zeit, meine Nägel zu machen. Guck mal bitte, wie schlimm die aussehen. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, meine Nägel sind gerade mal 3 Wochen alt. Ich habe die vor dem Urlaub gemacht. 3 Wochen kommt hin. Guckt euch das mal an. Aber ihr müsst bedenken, ich nehme meine Haarkapseln. Ich werde die euch unten nochmal in die Videobeschreibung verlinken. Von Maniac Concept. Ich liebe die und das ist crazy. So, also ich werde mit meinen Fußnägeln starten. Gucken, wie motiviert ich danach bin. Und danach zu meinen Fingernägeln übergehen. Ich hatte mir frisches Gel bestellt und hätte eigentlich richtig Bock auf French Nails. Oh mein Gott, Leute! Wie hübsch sind meine Nägel geworden. Also ich glaube, das ist das beste Set, was ich hier kreiert habe. Ich habe die Strasssteine nicht einheitlich geklebt. Ich habe auch kein Gel drüber gemacht, sondern die einfach aufs Gel gelegt. Und ich bin mal gespannt, wie die halten. Es sieht so hübsch aus. Oh mein Gott. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der anderen Seite mit Blitzlicht. Und ich habe darunter so ein Schimmergel. I'm in love. Wie hübsch sind sie bitte geworden, Leute. Ich kann nicht mehr. Wow. Wow, wow, wow. Wow. I'm obsessed. Mehr als das. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass meine abendliche Routine jetzt ansteht. Mit dieses Zeug auf meiner Kopfhaut einmal sehen. Heute ist der Tag, an dem ich absolut Zero 800 Bock darauf habe, jetzt noch irgendwas auf meine Kopfhaut zu schmieren, Öl in meine Längen zu knallen und meine Haare zu flechten. Wir haben nämlich mittlerweile fast 2 Uhr, weil ich meine Nägel fertig bekommen wollte. Toll! So, heißt für mich jetzt, ich mache das, glaube ich, ein Part kurz mit euch zusammen. Ich muss mir auch noch eine Kleinigkeit zu essen machen, weil ich habe Hunger bekommen. Toll! Muss natürlich alles auf einmal sein. Ist ja auch nicht so, als hätte ich heute noch nichts gegessen. Also ich habe heute was gegessen, das meine ich damit. Ich habe was gegessen, aber ich habe wieder Hunger bekommen. Toll. Toll. Egal. Meine Haare fühlen sich gut an. Ich mache das für mich. Ich will, dass meine Haare wachsen und richtig schön voll und toll werden. Ne? So. Ich muss sagen, die Routine gefällt mir sehr. Ich fühle einen extremen Unterschied, besonders in meinen Längen. Jetzt kommt das Aber. Mein Ansatz sieht nach einem Tag so aus. Nicht so geil. Ich habe aber auch wirklich sehr, sehr viel Pflege benutzt. Ich werde übermorgen, also übermorgen kommt ja auch Isabel und übermorgen gehen wir auch raus, werde ich meinen Ansatz nochmal tönen, das Ganze 40 Minuten drauf lassen und wenn ich wasche, mit Tiefenreinigungsshampoo waschen. Leute, ihr seht, Ausfall ist 1000-mal besser. So Leute, ich warte gerade auf die nächste Abholung. Ich hatte nämlich Sachen bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Eine wurde gerade schon abgeholt. Und ich mache jetzt mit euch mal ganz kurz mein Paket von Svenjoel auf. Ich hatte mir nämlich ein paar Schuhe noch bestellt. Ich hatte ja letztes Mal schon Schuhe dort bestellt. Und daher, dass die mir so gut gefallen haben, habe ich mir die jetzt nochmal in Rot bestellt. Sehr, sehr hübsch. Lieben wir.
sehr, sehr cute. I'm in love. Ich weiß nicht warum, ich habe momentan so eine kleine rote, leichte Obsession. Und ich bin im Übrigen die ganze Zeit auf der Suche nach einem roten Anzug. Also mit Hose und Blazer. Und der Blazer soll oversized sitzen. Am liebsten auch nicht ein Anzugsblazer, der eine Knopfleiste hat, sondern zwei. Also dass er wirklich richtig boxy sitzt. So, ja, das bin ich auf jeden Fall momentan am Suchen. Habe ich noch nichts gefunden, leider. Und ich hatte einen bei H&M gesehen, den habe ich auch bestellt, den habe ich auch gerade hier, aber der hat mir gar nicht gefallen. Also der saß überhaupt nicht schön, der war auch eher so orange-rot. Ganz, ganz grauenvoll. Am liebsten hätte ich einen aus einem Satin-Material, also hit me up, falls ihr irgendwo wisst, wo es sowas gibt. Ja, ich warte jetzt, wie gesagt, auf die nächste Abholung. Ich habe eigentlich noch zwei Abholungen, aber ich weiß nicht. Ich war im Übrigen eben bei DM die Haarfarbe abholen, denn ich muss noch ein paar Extensions heute einfärben. Habe ich hier? Ja, hier habe ich. Nein. Schnisch. Ja. Ich habe mir nämlich einmal Mokka-Braun und einmal Schokobraun von Rebel. Das sind auf jeden Fall die beiden Farben, die ich geholt habe für die Extension. Ich habe nämlich überlegt, ich glaube, ich werde ein langes Set, was ich habe, kürzer einschneiden, damit die sehr, sehr dick in den Längen sind. Und das Set werde ich dann nehmen für meine Lockenfrisur und das, was unten mit meinen Haaren endet, was halt dadurch ein bisschen, ja, nicht ganz so voluminös in den Längen ist, was auch gut so ist. Das werde ich dann nehmen für diese glatte Frisur nach innen eingedreht und dafür aber dann eine Tresse mehr verwenden. Und ich muss meine Haare auch nochmal nachtönen. Ich glaube, das werde ich aber morgen machen, bevor Isabel kommt, damit meine Haare auch frisch gewaschen sind und ich die jetzt nicht zwei Tage hintereinander waschen muss. Weil meine Haare sehen schon greasy aus, sind sie aber nicht. Das liegt nämlich an dem ganzen Öl und alles, was ich momentan verwende. Ja, ich werde auch morgen kein Hair-Oiling machen. Das werde ich erst nächste Woche wieder machen. Und ich wollte heute noch sonnen. Und dann habe ich, glaube ich, so viel Bräune aufgebraut, wie ich haben wollte im Allgemeinen. Also ich muss sagen, ich bin dafür, dass ich davor wirklich durchsichtig war, bin ich gut braun. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera gut rüberkommt. Aber ich bin echt happy, dass ich damit gestartet habe. Ich kam jetzt gerade zu Hause an, hatte mir eben beim Kiosk noch das hier geholt. Dann hat es so angefangen zu regnen, dass ich klitschnass nach Hause kam und direkt unter die Dusche gesprungen bin und mir meine Schlafsachen angezogen habe. Das ist mein Färbeoberteil, ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich nämlich damit morgen meinen Ansatz direkt nachtönen. Und ja, ich habe jetzt meine To-Do-Liste durchgeguckt. Und Leute, ich habe heute anders viel von meiner To-Do-Liste geschafft. Also das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass ich meine Extensions nochmal einfärbe. Und ja, die dann so gesehen auswasche und trocknen lasse und entweder heute Abend noch föhne und dann halt vorstyle. Let's go! Ich habe jetzt einmal meine 60 cm Extensions vom letzten Video, wo ich euch die Luca Extensions gezeigt habe. Die habe ich einmal eingeschnitten und das ist Maus. Und das hier ist einmal das Set, was ich euch in dem Glow-Up Video gezeigt habe, wenn das nicht so ins Glow-Up Video kommt. Im Übrigen sehe ich so aus, also fertig mit der Welt und morgen wie eine Prinzessin. Lieben wir. Also, ich habe jetzt zwei Tuben Mokka-Braun, zwei Tuben Schokobraun reingemacht und werde noch Wasser ungefähr bis zu dem Wort Hinweis füllen und das auch nochmal drauf kippen gleich. Werde jetzt aber erstmal mischen, um zu gucken, wie es von der Textur her ist. Die Farben von der DM Eigenmarke sind an sich immer ein bisschen flüssiger, als normalerweise Farben sind. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen, wie viel Wasser ich reinmache. Als ich damals 6 Packungen benutzt habe, wo es von 2 von dieser Marke waren und 4 von einer anderen Marke, habe ich halt echt gut reingehauen. Ne? Also da habe ich wirklich die komplette Farbe hier in dieser Schale mit Wasser komplett bedeckt. Desto dickflüssiger die Farbe ist, desto mehr Wasser mache ich auch rein, um ehrlich zu sein. Also damit ich die Farbe einfach so gut wie möglich gestreckt bekomme. Plus, ich finde, man kann auch bei Extensions viel besser arbeiten, wenn die Farbe ein bisschen flüssiger ist, weil ihr somit die Farbe auch viel besser aufgetragen bekommt, als wenn es so dickflüssig ist. So, das mixe ich mir jetzt zusammen. Ist auch ein schöner Farbton. Nicht für Haare, aber so allgemein. So ein schönes Senfgelb. Boah, in der Kamera sieht es richtig eklig aus und in Live sieht es richtig schön aus. Ich kann nicht mehr. Ich habe die Extensions aber auch diesmal mit Farbe eingeklatscht. Halleluja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, das ist das
beste Mal von meinen ganzen Färbungen von kompletten Extensions. Also ich habe jeden Zentimeter erwischt. Ich habe die durchgekämmt, ich habe nochmal Farbe draufgeklatscht, ich habe sogar noch Farbe übrig. Und ich habe jeden einzelnen Millimeter eingefärbt. Und ich habe jetzt auch tausendmal in den letzten 3 Tagen gesagt, dass ich absolut kaputt bin. Ich will einfach nur noch, dass alles fertig ist. Ich will einfach nur noch, dass meine Schränke hier sind. Und ich fertig bin. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Und das hat so an meinen Kräften gezeigt, die letzten Tage und Wochen, dass ich einfach nur noch kaputt bin. Ich habe mir jetzt 2 Outfits überlegt für morgen, wo ich mal gucke, welches das dann wird. Und ja, ich muss morgen auf jeden Fall Müll runterbringen. Und ich wollte mal ganz kurz zu Hermes fahren, mein 1 Paket wegbringen. Vielleicht kann ich auch noch das 2. Paket wegbringen. Dann muss ich aber gucken, ob morgen das ankommt, weil ich hatte ja, wie gesagt, bei H&M was bestellt. Und ich will das alles in einem Paket zurückschicken, weil die Farbe hat mir gar nicht gefallen in live. Das habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich anders auf morgen. Dennoch habe ich keinen Bock, meine Extensions jetzt zu füllen. Aber ich weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich da morgen gar keinen Bock drauf. Und mit ungemachten Haaren gehe ich nicht raus. So nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt vorstellen könnt, wie sehr ich mich auf morgen freue, mich endlich wieder ready zu machen. Ich will es ja jetzt wieder regelmäßig machen. Ich warte nur, bis mein Umzug wirklich komplett done ist, alle Sachen hier sind und ich einfach fertig bin. Die Couch kommt sowieso erst im Januar, aber ich will mich allgemein auch mehr fertig machen und, keine Ahnung, zwischendurch auch mal zum Beispiel ins Rhein-Center fahren oder in die Stadt fahren, einfach mal einen Kaffee trinken und einfach mal Self-Care betreiben, indem ich mich für mich selber fertig mache und so auch rausgehe. Ich mache mich ja sonst auch für mich selber fertig, das ergibt gar keinen Sinn, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich mache jetzt noch meine abendliche Haarroutine, indem ich mein Serum und mein Haaröl auftrage und dann werde ich ins Bett gehen, ein bisschen Serie gucken, versuchen zu schlafen und morgen tönen wir meinen Ansatz nach und hoffen, dass der Ansatz ein bisschen dunkler zieht. Eigentlich wollte ich schlafen, jetzt haben wir 4:30 und ich habe noch den Vlog für heute geschnitten, also für morgen. Morgen ist ja erst Sonntag. Ich bin so müde, aber ich wusste, ich pack das morgen nicht. Deswegen habe ich es heute noch gemacht. Ich habe den gesamten Urlaubsvlog geschnitten. 37 Minuten Vlog. Ich bin übrigens sehr gespannt, was ihr sagt, ob ihr das mögt, wenn so einmal wöchentlich oder spätestens einmal alle 2 Wochen dann ein Vlog kommt, der halt sehr, sehr lang ist, wo ich euch auch intensiver mitnehme. Ich versuche auch sehr viel mehr zu vloggen in letzter Zeit, wie ihr merkt. Und ich versuche auch wieder mehr darauf zu achten, dass ich euch auch die Dinge zeige, die ich mache. Das waren nämlich so die Punkte, die öfter bemängelt wurden, wenn ich gevloggt habe und nur mich zeige. Muss ich mir auch wieder angewöhnen. Ich wandle das Ganze jetzt noch um, lade es hoch und morgen bearbeite ich in Ruhe das Thumbnail. Ich gehe jetzt schlafen, ich bin zu müde. Haare sind eingetönt, beziehungsweise mein Ansatz. Ein bisschen in die Länge habe ich es gezogen, aber nicht komplett in die Länge, weil meine Längen waren ja schon dunkel. Ich habe mir jetzt Frühstück gemacht. Frühstück. Das ist mein Frühstück. Ich lieb's. Churros mit Nutella und Zimt und Zucker. Geht's ans Make-up? Ich habe eben keine Ahnung, wie lange. Für meine Haare gebraucht. Ich hatte jetzt noch 2 Abholungen. Das ist sehr gut. Und wir machen uns jetzt Musik an. Und getting ready. Ich bin nicht mehr alleine. Willst du nicht mal was sagen, sonst klingt das, als rede ich mit einem Geist. Hi. So Leute, wir sind ready to go. Und gehen jetzt raus, Pfeife rauchen. Leute, 1 Stunde Verspätung geht doch noch, oder? Kann man doch machen. Oder? Ist 1 Stunde schon unverschämt. Ja. Dann sieht es auf dem Berg so weiße Jeeps. Leute, wir sind müde. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte einfach vloggen, weil wir hier gerade stehen und ich sowieso nicht weiterkomme. Warum schickt er denn Sandy die ganze Zeit raus? Egal, Leute, wir fahren auf jeden Fall jetzt nach Hause. Ich melde mich später, unsere Scheibe beschlägt. Warte mal. Hoch. Jetzt kommt gleich warme Luft. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause. Es war ein sehr schöner Abend. Morgen geht's weiter. Und ich bin müde. Leute.
ich sehe schwierig aus. Ich sehe ein bisschen müde aus oder auch nicht, keine Ahnung. Meine Haare sehen, weiß ich nicht, aus. Ich habe gestern mit diesem Ding auf dem Kopf geschlafen. Und jetzt machen wir uns fertig und gehen gleich wieder raus. Und ich freue mich jetzt schon gleich wieder hübsch auszusehen. Also ich fühle mich auch hübsch ungeschminkt, aber ihr kennt diesen Effekt. Man macht sich fertig, man fühlt sich tausendmal besser. Ja, die süße Maus ist übrigens schon fertig gemacht. Meine zwei Mäuse sind hier unten am Chillen. Wohnung sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, aber ist nicht schlimm. Leben genießen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln und gehen jetzt das Philly's Cheese Steak Sandwich essen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe das schon mal gegessen. Das war auch ganz nice. Aber ich freue mich da heute auch noch drauf. Die Maus ist auch neben mir. Ganz schüchtern. Traut sich nicht zu quatschen. Ja. Übrigens, ich habe meine Haare heute das zweite Mal gestylt. Das ist das erste Mal, dass ich meine Haare zum zweiten Mal gestylt habe und sie fühle. Ich muss die gleich nur noch mit meinen Fingern so ein bisschen durchkämmen. Aber ich mag meine Haare eigentlich am zweiten Tag gar nicht. Muss aber dazu sagen, dass ich diesmal beim Waschen ein bisschen mehr Haare verloren habe, weil ich dreimal mit Tiefenreinigungsshampoo gewaschen habe, um die Farbe von meinem Kopf zu bekommen. Plus noch einmal mit Tiefenreinigungsshampoo waschen musste, weil ich dieses Wow-Produkt an meinem Ansatz benutzt habe für Volumen. Aber irgendwie hat es meine Haare fertig gemacht und dann musste ich nochmal ausspülen. War ein bisschen kontraproduktiv, aber ist auch nicht schlimm. Haben wir dazugelernt, benutzen wir nicht mehr. Und wenn wir es ausprobieren, dann nicht an einem wichtigen Tag. Outfit check drehen. Mein Outfit sieht gut aus. Mein Outfit sah auch gestern cute aus. Habe ich es gestern gezeigt auf YouTube? Ja. Ja? Mhm. Habe ich im Querfen machen? Ja. Es läuft. Hast du? Ich glaube ja, ich bin mir sicher. Also, wenn wir von Bella reden, reden wir von der Undercover-Freunde. Okay, Leute. Später. Leute, das ist Köln. Hier drin, das Licht ist so toll. Ich muss mich dran gewöhnen, vor anderen Leuten zu vloggen, okay? Können wir mal ganz kurz drüber sprechen? Diesen Scheitel oder den von eben? Würde ich gerne mal wissen. Wir waren gerade bei Chili. Warte mal, Philly oder Chili? Nein, es heißt Bang Bang. Ja, aber das heißt doch Philly's Cheese Steak. Egal, es war auf jeden Fall sehr tasty. Ich war damals schon mal dort, erinnere ich mich auch noch dran. Allerdings, damals war es irgendwie nicht so geil. Also es war schon lecker, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, da müsste ich so einmal alle paar Monate hin. Aber jetzt war es richtig nice. Hat mir übertrieben gut gefallen. Und jetzt gehen wir ein Pfeifchen rauchen und danach lockt mal essen. Oder wir können gucken, es gibt ja auch noch andere Sachen, die wir essen können. Also es gibt ja nicht nur eine süße Sache hier in Köln, die lecker ist. Ja. Warum lachst du jetzt? Wolltest du gerade sagen, ich bin schon süß genug, oder was? Meinst du jetzt mich oder dich oder uns? Uns. Ja. Da kann ich mir recht geben. So, wir fahren jetzt hier ins Parkhaus und wir haben dann gestern entdeckt, dass wir sogar von hier ins Parkhaus fahren können. Hör mal. Hör mal. Ja, ich würde sagen, bis später, Peter. Oh, das war ein bisschen Schnee. Leute, ich habe vergessen, euch mein Outfit zu zeigen. Deswegen müssen wir mal schnell machen. Ich habe so ein, ich glaube, das Top ist von H&M. Mein Schmuck wie immer an Hose. Asos. Und meine Schuhe. Boah, ich weiß gar nicht, woher sind die Schuhe. Asos. Das war's. Wir spielen einfach zu zweit mit vier Spielern. Meine Freunde. Jetzt bei McDonald's. Ich habe hier, aber da ist nicht das drin, was drauf ist. Ich habe KitKat White Karamell. Leute, findet ihr eigentlich dunkle Haare besser oder hell? Also ich mag beides, aber gerade fühle ich dunkel mehr. Weil es in die dunkle Jahreszeit geht? Nö. Ist ja bei manchen so. Ich weiß nicht, ich finde, helle Haare, also das mein hell, das ist ja jetzt nicht blond, aber schon dunkelblond, hellbraun. Ich finde, das passt mehr zu so Sommeroutfits.
Obwohl, ich finde auch, dass dunkle Haare mit so Locken oder Föhnfrisur auch richtig gut zu Sommeroutfits passen. Aber ich finde Winteroutfits mit diesem hellen Ton, nee. Wegen diesem Kontrast? Ich weiß nicht. Also man kann ja auch Farben im Winter tragen, ne? Aber irgendwie, nee. Aber es ist auch so Sparatypen, also keine Sorge. Alfred Eden Bestellung kam an und ich freue mich übertrieben. Ich werde euch die Sachen jetzt mal angezogen zeigen. Ihr bekommt mit dem Code NES25 ganze 25% Rabatt. Also schaut auf jeden Fall auf deren Website vorbei. Ich werde euch unten alles in die Videobeschreibung verlinken und würde sagen, ich zeige euch das jetzt alles mal angezogen. So, meine Loves, das hier ist das erste Teil. Das ist nämlich einmal dieses lange Oberteil. Es sitzt so gut. Ich liebe das. Es ist so richtig oversized und ich mag manchmal so oversized Sachen und vor allen Dingen auch mit diesen Details. Dieses Rot ist einfach perfekt. Also das perfekte Rot. Ich liebe es. Und ja, das kann ich mir richtig gut zu so einer Jeans vorstellen, wie ich es gerade anhabe. Oder auch zu einer Leggings auf ganz entspannt an einem Sonntag. Lieb's. Das nächste Teil. Dieses hier. Und das ist aus so einem coolen Stoff. Das ist wie so Wildleder. Ganz, ganz nice. Es sieht so cool aus. Und auch das hier wieder zu einer Jeans auf entspannt, wie ich es gerade anhabe. Oder auch ein bisschen aufgestylt. Könnt ihr das natürlich auch anziehen. Das Ganze hat hier noch so ein Emblem drauf, wenn man das so nennt. Und von hinten ist es halt plain, aber ich mag sowas wirklich sehr. Ihr wisst ja, ich trage ansonsten eigentlich auch gerne classy Sachen, aber zwischenzeitlich auch mal sowas. Und dann mag ich es halt einfach mittlerweile mehr, wenn die Sachen halt so richtig cool und hochwertig sind, anstatt dass es so nur basic sind, wisst ihr? Das ist nämlich die nächste Jacke, finde ich auch ganz cute. Aber irgendwie finde ich die Jacke sehr, sehr nice. Und die hat mir auch richtig gut gefallen, vor allen Dingen, weil das hier ist so doppelt und es ist mal was anderes. Ich habe übrigens alle Teile in der größten Größe genommen, weil ich mag, wenn es oversized sitzt. Ihr wisst ja, ich trage normalerweise Größe M. Aber auch gerade diese Cardigan ist so cool und die ist so weich und bequem und warm und flauschig und kuschelig. Ich mag sowas. Als nächstes noch eine Jacke. Und die letzte Jacke, die ich für euch anziehe, die style ich euch auch, weil ich nämlich damit gleich rausgehe. Das ist die nächste Jacke. Und ich muss sagen, als ich die ausgepackt habe, dachte ich mir so, vielleicht doch nicht. Aber jetzt, wo ich sie anhabe, denke ich mir so, ja. Die gibt mir irgendwie so richtige Formel 1 Vibes. Frag mich nicht, Leute, aber ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Das gefällt mir richtig gut. Die ist ein bisschen dünner vom Material her, also gerade jetzt für die Übergangszeit wirklich perfekt. Auch wenn ihr zum Beispiel einen dickeren Pullover drunter zieht, seht ihr, es passt auch. Und das Einzige, was ich nicht mag, sind die Ärmel. Ich mag so Ärmel mit diesen Dingern nicht, aber die sitzen noch gut, also von daher geht's. Aber ja. Ich mag die Jacke wirklich sehr. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mir so gut angezogen gefällt, weil als ich sie ausgepackt habe, dachte ich, vielleicht. Ich glaube, das ist mein Favorite Piece aus diesem gesamten Haul. Ich finde die Jacke so cool. Dieses Gerasche ist ein bisschen schwierig, aber die Jacke an sich ist so cool. Die ist ein bisschen länger. Ich würde die wahrscheinlich so tragen, dass sie ein bisschen so sitzt. Aber die ist cool. Ich mag sie sehr gerne. Wie gesagt, die habe ich auch in der größten Größe genommen. Ich stelle euch mal ein bisschen runter. So. Sie hat was. Sie ist, also diese Racer-Jacken waren ja sowieso eine Zeit lang im Trend und ich mag die wirklich sehr gerne. Und wenn ich jetzt noch meine Haare zumache, ich zeige euch das gesamte Outfit. Moment. So, ich könnte das Ganze jetzt mit Zopf tragen, aber ich hätte heute irgendwie Bock auf so einen Dutt, wo mir so ein paar Haare seitlich rausgucken. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, was ich hier gerade beschreibe, aber dass das Ganze so ist. So, Leute. That's my look. Ich habe jetzt einmal diese Jacke an, ein bisschen Schmuck, so ein Top und eine Jeans. That's my look. Und wie gesagt, mit dem Code NES25 spart ihr ganze 25%. Ich verlinke euch alles unten und viel Spaß beim Shoppen.